Noah, Deutschlands ungekröntes Oberhaupt der Independence-Szene, wechselte 1987 die Fronten. Vom eigenen Constrictor-Label ging's zum großen Bruder Polydor. Jetzt tourt Boa und sein Voodoo Club durch deutsche Hallen. Mit der Single This Is Michael und der dazugehörigen LP Hispaniola könnte sich der Firmenwechsel als kommerzieller Erfolg entpuppen. Boa wird's freuen. Ein kleines Plattenlabel bekommt bei dem Gedanken an einen Renner Kopfschmerzen. Ich sage mal, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir einen Hit haben plötzlich. Dann haben wir so viel Investment, müssen wir so viele Platten pressen lassen, dass wir im Grunde genommen uns überlegen müssen, wo nehmen wir das Geld her? Weil das Geld kommt ja sehr viel später rein, als wir die Rechnungen bezahlen müssen. Aber naja, gut, also wo ein Wille ist, ist ein Weg. Angepeilt ist das natürlich auf jeden Fall. Wir wollen das und wer weiß, wann es klappt. Als Philipp Boa bei Polydor unterschrieb, schrie die Szene Verrat. Denn er war eine große Hoffnung der Indie-Labels. Und die könnten einen Hit wirklich gut gebrauchen. Philipp hat ein Problem mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit, weil er ist dann gestartet als ein Independent-Papst im Prinzip, hat sein ganzes Label, Konzept, Strategie, alles selbst entwickelt, hat eine sehr schräge Musik gemacht, die macht er heute auch noch und hat immer das Gefühl, also er ist jetzt zu einem Major gegangen, hat einen guten Deal bekommen und der verliert da gegenüber seinem alten Publikum die Glaubwürdigkeit, wenn er plötzlich einen Hit hat. Das ist sein Problem. Ich würde das begrüßen, wenn er einen hat, weil seine Platten sind nach wie vor so schräg. Je mehr Erfolg der hat, desto mehr öffnet er die Türen für andere